Grundsätzlich ist es relativ schwierig, ein Stipendium wieder zu verlieren. Es ist natürlich so, dass ein Stipendium immer an das Studium auch gebunden ist. Also klar, wenn man ein Studium aufgibt, dann ist es natürlich so, dass man das Stipendium auch verliert. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Fachrichtungswechsel macht, dann muss man halt immer schauen, je nachdem, wie häufig das war, ob man noch weiter gefördert werden kann. Aber grundsätzlich geht das auch. Es gibt viele Stiftungen, bei denen die Noten gar nicht so sehr relevant sind. Manche Studierenden haben ja Angst, dass sie das Stipendium wieder verlieren, weil sie vielleicht ein bisschen schlechtere Noten haben oder so. Das ist aber eher schwierig. Es ist schon so, dass ich das Studium gut abschließen soll, aber es ist jetzt nicht ein expliziter Notendruck da. Es kann natürlich immer mal passieren, dass man eine schlechte Phase im Studium hat, dass vielleicht auch privat irgendwas passiert. Und dann ist es aber bei den großen Stiftungen so, dass man eigentlich auch immer einen Ansprechpartner hat, der einem auch weiterhelfen kann. Und man kann sicherlich auch ganz viele Sachen einfach besprechen. Es ist nicht so, wenn du jetzt mal eine 3 oder 3-4 schreibst, so, ey, das war scheiße, sondern es ist eher, okay, wissen wir alle, dass es nicht optimal ist, wie können wir dir helfen, ist aber auch sonst okay gerade. Noch vielleicht ein Tipp. Es ist natürlich immer gut, wenn man sich einfach vorher informiert und einfach guckt, welche Voraussetzungen gibt es eigentlich. Gibt es wirklich irgendwelche Sachen, womit ich das Stipendium verlieren könnte? Und das ist natürlich immer ganz gut, wenn man sich dann vorab auch schon mal informiert. Aber grundsätzlich sollte man da keine Angst vor haben. Grundsätzlich jetzt erstmal nicht super, super viel, aber es gibt bestimmte Sachen, die bei manchen Stiftungen erwartet werden. Das kommt auch immer sehr auf die Stiftung an, was geleistet werden muss. Bei den sogenannten Begabtenförderungswerken ist es zum Beispiel so, dass meistens erwartet wird, dass man einen Jahresbericht oder Semesterbericht schreibt, also dass man schon regelmäßig irgendwie mal eine Rückmeldung gibt, wie es so läuft. Ich muss ungefähr zum Ende des Semesters immer einen kurzen Bericht ablegen über wie geht's dir, was hast du erreicht, wie viel Zeit brauchst du. Du musst immer nachweisen, okay, welche Klausuren habe ich geschrieben. Da sind die aber sehr flexibel. Wenn ich jetzt zum Beispiel länger mal auf eine Hausarbeit oder so warte, dann kann ich das auch noch mal einen Monat später einreichen, solange ich es begründen kann. Manchmal wird auch erwartet, dass man bei bestimmten Veranstaltungen teilnimmt oder auch die Stiftung bei Veranstaltungen unterstützt, also zum Beispiel bei Messen oder sowas. Soweit wir das wissen, ist das aber auch, hält sich das aber auch in Grenzen. Also das ist jetzt nicht so, dass man das ständig machen muss. Es kann sogar optional sein. Es gibt eigentlich bei allen Stiftungen immer, also gerade bei den Begabtenförderungswerken, aber auch bei anderen Stipendiengebern, oft auch zusätzlich zu der finanziellen Unterstützung, das hatten wir ja auch schon erzählt, auch eine ideelle Unterstützung. Also es gibt Veranstaltungen, es gibt Seminare, es gibt Workshops und es kann natürlich sein, dass schon auch erwartet wird, dass man daran zumindest zum Teil mal teilnimmt. Aber auch da ist es so, dass das jetzt nicht wöchentlich ist oder so. Außerdem ist es ja auch so, dass diese Angebote total super sind und man da auch relativ viel mitnehmen kann. Also man sollte das, glaube ich, eher als Chance sehen und weniger als Verpflichtung.